Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival. Und diese Folge wird ganz, ganz besonders, denn wir sind so kurz davor, Marcel. Wie kurz davor sind wir? Ja, wir sind jetzt bei 93,5%. Wir haben in der letzten Folge schon zum Schluss hin den Stegosaurus lahmgelegt und angefangen zu zähmen. Und wir haben es tatsächlich fast geschafft. Erstens bei 94,2%. 94,2%. Das heißt, wir haben bald ein neues Familienmitglied. Ah, geil. Wir brauchen nur noch einen Namen von euch. Und ich bin gerade auf dem Weg, um bei diesem besonderen Moment dabei zu sein. Ich habe die ganze Zeit überlebt. Hoffentlich kommt jetzt hier nichts mehr kurz vor Schluss. Na doch, ich. Ja, du. Ich hoffe bloß, dass die komische Vulturie, diese komische Aasgeier da nicht abdreht. Also ich habe mein Fleisch alles weggepackt, also ich komme ohne Fleisch. Da ist er. 94,8. Gleich ist es soweit. Und dann heißt es im Dunkeln nach Hause reiten. Dann wahrscheinlich noch Regen oder so. Ja, das wird bestimmt kommen. Du bist bloß nicht. Da hinten, das ist so abgedreht. Nee, der ist hier hintergelaufen, hier in die andere Richtung. Nach links. Der ist die ganze Zeit hier an dem vorbeigelaufen, hat mich auch immer aufgespießt. Ja. War vielleicht neidisch oder so. Wahrscheinlich. Wollte auch gezähmt werden. Aber nicht mit mir. Jetzt ganz schön dunkel. Würde ich sagen. Oh. 96,1. Das Schlimme wäre jetzt natürlich. Guck mal, da kommt noch ein Stern. Ach ne, das ist der. Ne, das war der nicht. Ach so, ja. Alter, das ist so ein Möchtegern Stegosaurus. Hallo? Der greift dich an, der greift dich an! Ja, ich seh's. Renn weg. Na komm, mach das, Alter. Hä? Also, der hat eigentlich recht schnell aufgehört. 96,8. Wo ist er? Boah, ich sehe den nicht. Ich lenke den ein bisschen ab. Ja. Also Musik hat wieder aufgehört. Ja, die Musik ist bei mir. Achso, okay. Wenn ich gehe irgendwo auf den Stein hoch. Ja, jetzt habe ich noch einen Vogel am Arsch. Ach ne, oder? Ja, aber das kriege ich weg. Also, 97,4. Oh nein, ich wurde aufgespießt. Mein Problem ist aber, ich kann schießen. Aber nicht nachladen. Und dann... Oh, lass mich los! 98,1. Ja, lass mich doch alle in Ruhe. Ah, ich seh dich. Hä, warum schießt er nicht? 98,7, hast du keine Pfeile mehr? Doch! Oh, ich bin gleich tot. Oh. Irgendwie weg. Wenn nicht, muss ich Nobby mitbringen. Aber da hoch gehe ich. Nee, lass ihn ruhig da. Lass ihn ruhig da. Okay. Alter. 897. Ich sehe wohl bloß mal eine Stiebwolke da. Ja.
99,4. 99,4. Ich hab gekackt. Das Rennst war du Angst. da im Kreis um den Stein oder was? Ja? Ich muss immer mal Irgendwie ist hier vorbeikommen. irgendwie ist hier ich renne. Ich renne und ich verliere keine Energie. Hä? Ah, doch, jetzt. Aber irgendwie kann ich nicht schießen. Jawohl! Oh, benenne ihn. Ja, ich gebe ihm erst einmal namenlos. Kann man ja nochmal umbenennen, wa? Genau. Kannst du immer wieder umbenennen. Namenlos. Wenn du den Sattel anlegst, steht hier ein bisschen Vorsprung und dann komme ich weg. So, der ASK ist auch weggeflogen. Hallo! Da ist er! Geil, geil, Sepp! Greife Ziele an. Ne, warte mal. Pfeife Ich passiv. kriege mit den Pfeilen irgendwie gar nichts mehr ab. So. Oh. Sattel ausrüsten. Zack. Boah, und nochmal eine Schüssel. Reif. Aber ich glaube, ich habe Ruhe. Ich reite einen Stegosaurus. Und mache hin. Mach hin. Du weißt wohl Und nicht, wie reite langsam rechts. der ist. Alter. Weil oben, weil ich sehe oben auf dem Berg einen Alpha großen Allosaurus, Oh ne, oder? der da hinten brennt. Ich bin auf dem Weg nach unten. Och, geh mir doch nicht auf den Sack, du fettes Stachelvieh, Mann! Das ist immer noch hinter mir her! Also hier unten ist alles voll mit den kleinen Vögeln. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Oder beziehungsweise der Stego. Hau ab. Wir werden den Kampf weiterführen. Ich Bis zum habe bitteren Ende. ich hab einen Vogel verdroschen mit dem Schwanz. Ich sehe nichts. Ich gehe hier gerade steilen Berg runter. Kacke, Alter, ich verhungere. Weil da unten ist alles voll mit. Der hat erstmal schön gekackt. Glaube, dein Stego, der ist so gut. Da ist Nobby. Na wie du, ich brauch dich jetzt. Also ich gehe einfach gerade den Berg runter. Nein. Ach, das ist ein Känguru. Oh, ich dachte schon. Hier hängt ein Känguru in der Palme fest. Ich hab erstmal ein paar Berge wenig mein Hunger verstört. Was, du bist erst da unten? Hä? Weißt du, wie langsam der ist? Das ist echt nicht normal. Alter, hier unten ist alles voll. Was ist hier los? Ah, da oben, das ist ein Rex, ein Alpha-Rex. Wo? Nee, der ist weit weg von dir, weit Okay, weg von dir. okay, okay. Aber ich sehe ihn nur leuchten, deswegen behalte ihn im Auge. Alter, hier die ganzen Aasgeier, die fliegen alle parallel zu mir. Hier ist ein Triceratops. Also selbst mit Rennen, die Ausdauer ist ratzefatz alle, aber ja, es ist ja. Also es wird noch ein weiter Fuß machen. Oh ja. Weil die Tiere, die sind hier unten alle total panisch. Hier ist noch ein Stegosaurus. Muss mal kurz gucken, was für ein Level der hat. 49, nee, das ist uncool. Lass mir das Narkosemittel braucht er nicht mehr. Also ich gehe jetzt hier einfach unten am Strand lang, morgen. Genau. Ich habe dich im Blick. Eine andere Option habe ich nicht. Ich bleibe aber bei dir. Ich falle Ja. doch an die Kissen. Stehen bleiben. Alter, die Arschgeier gehen mir viel auf den Piss, Junge.
Aua! Die greifen mich an! Vier Vögel! Ich bin tot. Alter. Oh nee, nein, nein! Die greifen unseren an. Ja. Nein. Ich werde auch angegriffen. Der Stego ist tot. Leck mich am Arsch. Alter. Mobby wird angegriffen. Ich bin tot. Nein. Alter, diese verfickten Aasgeier, Junge. Mobby. Scheiße. Ist nicht wahr. Was ist das denn? Leck mich am Arsch. Alles für umsonst. Was ist da für ein Spawnpunkt in der Nähe? Viking Bay. 3. Nobby. Ja. Ist nicht wahr. Ich musste Nobby. Da stand nichts da, ja. Ah, da bist du. Hä? Hier. Ich sehe nichts. Ach, hier. Hier. Nur in die Richtung. Wo? Hier lang. Wo ich da lang. Laufe. Hier hin. Ja. Weil da ist der blaue Turm. Rechts von uns. Ja. Ach ja, ja, wir waren irgendwo hier vorne. Hier oben sind große Vögel. Die haben den Stego tot gemacht, Sepp. Also alles für umsonst. Alles für umsonst. Ich könnte ausrasten. Alter, ich dachte, das ist ein laufendes Ei hier, aber. Also, ist das hier für Tiere, Alter? Ja, übelst viele. Hä, ich hab da gerade mal grünes Licht gesehen, wo sie sind. Ist das zum Kotzen, ey, ehrlich. Ich bin kaputt. Also müssen wir mal hoffen, dass wir einen Stegosaurus von der anderen Seite finden, weil hier sind ja irgendwie zu viele Aasgeier. Ja, aber auf der anderen Seite habe ich keine gesehen. Ach doch, oben der einen, ja, der doch stimmt, ja, wir hatten ja da einen. Aber das sind die Säbelzahntiger, so nicht besser. Also Nobby steht hier. Oh. Kämpft der? Nee. Ja, aber die Aasgeier sind hier noch jede Menge. Scheiß die Wand an, ey. Weg. Sind mir so Aasgeier. Leck mich doch am Arsch, ey. Bist du, Sepp? Ich bin jetzt hier bei Nobby. Ah, okay. Aber den Stego müssen sie voll aufgefressen haben. Der ist komplett weg. Alter. Leck mich doch am Arsch, ey. Oh, weg! Ich hab's angezündet. Ruhig. Ganz schnell fliegen erstmal. Ja. Ich glaube, die kommen immer noch. Ja, oder? Jetzt sehe ich es nicht mehr richtig. Ich glaube, sie sind weg. Ne, die kommen noch. Die kommen noch. Alter, wie viele sind das? Mindestens 3. Wir sind jetzt überhaupt in der Luft, Alter. Alter? Gibt's doch nicht, wie weit verfolgen die einen denn? Jetzt ist ein großer hinter uns. Der muss hier, der war doch für uns hier. Flieg nicht zum Haus, flieg irgendwo. Ich muss landen.
Dann heißt es, wir müssen Der kämpfen, wir kommt, Männer, der und das kommt, der wird. kommt, der kommt. Oder? Nee. Das Nee, kann nee, nee, echt nee, 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 sein. nee. Nee, alles gut, alles gut. Boah. Der dreht da oben bloß. Der sucht. Steig auf, Sepp. Wir müssen hier weg. Leck mich doch am Arsch, Mann, so eine Scheiße. Das gibt's doch nicht, ey. Und wir haben Stego gehabt, ey. Ist echt nicht normal, wo? Ja. Also wir brauchen unbedingt andere Rüstung. Also ich auf jeden Fall, ich habe immer noch bloß das Stoffzeug. Und auf jeden Fall mehr Leute, wenn wir es sehen wollen. Ja. Dass er noch aufpasst auf Mann, Narkosemittel ey. und die Bären, die anderen Anderthalb Stunde. verteidigen hier. Anderthalb Stunde für umsonst. Ja. Ich breche ab. Für euch kam das jetzt zwar natürlich alles kürzer vor, aber wir haben dazwischen, um euch die Zeit ein wenig zu verkürzen, eine kleine Lass Folgenpause mich auf dem gemacht Dach und haben raus hier das. oben. Jo. Ich parke Thorsten. Haben halt eine kleine größere Folgenpause gemacht, um für euch die Zähmung voranzutreiben, weil es dauert wirklich lange. Und ja, das Ergebnis seht, habt ihr ja gerade eben gesehen. Aber das soll uns nicht davon abhalten, dass wir jetzt damit aufhören. Nee, wird der nächste suchen. Alter. Also manchmal ist die Steuerung schon ein bisschen, naja. Ja, das ist echt Wahnsinn. Der hat ja echt keinen Futterdruck drin stehen. Oh. Na, der packt immer alles in seine Teamskon. Wie komme ich jetzt hier raus? Warte mal, ich kann doch so auf den drauf, oder? Auf den Dino. Nee. Warte mal, geh mal mit dem Dino. Steig mal auf, Naja, und dann. Alter, dann lande. landen und dann am Rand lang. Genau. Alter, warte mal. Der springt doch immer in die Richtung. Oma zeigt, glaube Warte mal, ich will bloß nicht da auf der. Auf der Luke stehen. Huch. Jawohl. So, Juri, dich muss ich erstmal machen. Die Kacke nehme ich mal mit. Ich weiß, es ist zwar eklig, aber deshalb brauchen wir Kacke. Für unser Ding. Nein! Oh. Bin von Juri abgestiegen und wieder drüben gelandet. Scheiße. Das war alles für uns. Zum Glück habe ich das Narkosemittel noch rausgenommen. Ja. Es ist sehr Oh, bitter. fuck, ey. Das war jetzt echt, also. Der Sattel Alter, für umsonst. wie lange braucht denn das Dünger? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Du musst auch Stroh reinpacken, wa? Ja, Stroh ist drin, 100 Ach so. Stück. Diese Struktur wandelt Stroh und Fäkalien langsam in hochwertigen Dünger um. Ja, langsam. Ja, warte mal, da habe ich letztens was gesehen. Irgendwas mit Schnellkompost, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Warte mal, wo habe ich denn das gelesen? Ab wann konnte man denn den Komposter? Büregal, Holzbank, Werkbank. 15. Steuerdraht. Ach da ja. Kompostbehälter. So. Ja, das. Mittelgroßes Beet, Wasserglas.
Mann, was war denn das? Ich habe letztens irgendwas gelesen irgendwo, aber ich weiß nicht mehr was. Wegen Schnellkomposter. Nachwuchsdünger habe ich jetzt hier bei Level 38. Was ist das? Warte mal. Verteile diesen externen nährstoffhaltigen Dünger und sieh bei dazu, wie alles wieder Also, ja, das ist das, nachwächst. dass es wieder wächst, ja. Weiß ich auch nicht, du, ey. Kacke, ey. Ich könnte mich gerade so aufregen. Alles für Das ist umsonst. echt heftig. Oh, nein. Ich Das hört sich schließe jetzt mich jetzt auf. hier in meinem Zimmer ein. Shit, ey. Ärgerlich. Na gut, dann schauen wir mal in der nächsten Folge, Würde ich auch sagen. ob wir da einen finden. Aber dazu müssen wir uns erstmal jetzt wieder ein bisschen aufrüsten und ein paar Und Ressourcen ein wenig sammeln. beruhigen. Und ein wenig Ja, von der beruhigen. Scheiße! Ja, Ach nee. Na gut. Macht's mal gut. also bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.